Lass diesen verdammten Haufen die Macht der alten Rasse spüren. Verbrennt ihr Fleisch und bringt ihre Türme zum Einstürzen. Diese fliegenden Festungen stellen eine sehr außergewöhnliche Herausforderung dar. Sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau und ihren Funktionen. Und ihr werdet lernen, diese zu erkennen. Das war eine Balliste. Besonders gefährlich sind sie nicht, aber seid dennoch auf der Hut, da sie oft in großer Zahl eingesetzt werden. Ich hab dich genau gesehen, da. Zack. Tot. Wie sind wir los? Diese Brutstätte hätte weiterhin eine Angriffswelle nach der anderen gestartet. Ja. Ich mache erst alle Ballisten, falls ihr euch fragt. Da. Sobald ich alle Brutstätten besiegt hat, heißt es, ja, jetzt kann sich ja zurückverwandeln. Aber ich will alles töten. Genauso wie diese Drachensprinter. Aber wenn ich die treffe und sie keine Erfahrung mehr geben, dann muss ich aufhören. Da sie dann immer respawnen durch diese Dinger. Die ich jetzt auch zerstören werde. Ach, ich habe zu wenig Mana. Zack. Okay, jetzt muss ich sie töten. Ich töte gerade diese Dinger. Ja, was? Wie gut ihr euch doch gegen die Mächte des 56 Leben hatte ich noch. Könnt. Kommt, lasst uns zu eurem Turm zurückkehren. Jetzt seht ihr nochmal das Anfangsvideo. Jetzt sieht man mal ihre Hinrichtung. Da das Spiel aber ab 12 ist und nicht ab 18, sieht man es nur so. Tierkraft gefunden. Das ist das Trümmertaldorf, falls ihr es wieder kennt. Da hat ein Mensch. Oh, er ist nur ein Drachenreiter, kein Drachenritter. Ihr habt Damian die Herrschaft des Drachen gezeigt. Und nun benötige ich sie ebenfalls. Ich habe das Schutzamulett, das wir zu betreten der Halle der Seelen benötigen. Aber es ist etwas schiefgegangen. Trefft mich in der großen Halle von Aleroth. Wo ihr mir helfen müsst, die Wellen des Bösen aufzuhalten, die bei der Suche nach dem Schutzamulett freigesetzt wurden. Die Stadt wurde überrannt und bis zum Morgengrauen wird sie in Trümmern liegen, wenn ihr nicht kommt. Ich brauche euch, Drachenritter. Schön für dich. Ich störe euch nur ungern, aber ich möchte euch diese Personen vorstellen. Ihr stört mich nicht im geringsten, Sassan Fahrtwort. Dank. Diese Männer haben unter Leiten gedient. Nicht aus freien Stücken, sondern unter Zwang. Und nun werden sie euch dienen. Thomasius, Dietmar und Harold sind Thomasius. Und werden das Land nach den Bezauberungen, Edelsteinen und Zutaten durchforsten, die ihr wünscht. Ihr solltet wissen, dass Leiden sie nicht nur schlecht behandelt, sondern auch noch sehr dürftig ausgerüstet hat. Das könnt ihr jedoch ändern. Das klingt teuer. Teilweise ist es das, aber langfristig werdet ihr davon profitieren. Euer Ausbilder kann sie mit Waffen ausstatten, die ihre Kampfkraft erhöhen und die Zeit verringern, die sie zum Ausführen einer Mission benötigen. Euer Bezauberer kann Rüstungen für sie schmieden, die ihre Erfolgschancen erhöhen und das Risiko von Verletzungen verringern. Sollten sie sich auf ihren Reisen Verletzungen zuziehen, müsstet ihr euren Alchemisten anweisen, sie zu heilen. Das wäre alles. Mögen sie euch gute Dienste leisten. Okay, Mutiger Zandalor. Er hat das Schutzamulett bereits.
lasst seinen Hilferuf nicht auf taube Ohren stoßen, Drachenritter. Ja, ich bin jetzt ein Drachenritter und ich kann mich irgendwie mit Q, habe ich gerade entdeckt, mich verwandeln. Was natürlich gut ist. Ja. Soweit wollte ich spielen. Ich werde noch in mein Schlafgemach gehen. Und hier ist ein. Dies sind eure persönlichen Gemächer, wo ihr die gefundenen Schätze horten und euch an die Orte teleportieren könnt, die ihr zuvor bereist habt. Ja, schön, komm, mach eine. Okay, hier kann ich nur noch so seltsam hüpfen. Jetzt, da diese Insel von Damians giftigen Nebeln umhüllt ist, können wir sie nur über dieses Portal verlassen. Ja, auf jeden Fall, hier ist ein Enderer. Ich bin Hermaphroditus, euer Illusionist. Wie kann ich euch denn? Ich möchte mein Aussehen ändern. Okay. Ich lasse mich natürlich so. Ich glaube, ja. Also, ich möchte euch nur eine Stimme zeigen. Spüre meinen Zorn. Die Stimme. Oh, ich fühle mich gar nicht gut. Ja, ich möchte wirklich. Hier habe ich eine. Okay, die kann ich noch nicht öffnen. Die Kiste werde ich aber noch öffnen können. Und hier habe ich eine mega fette Truhe. Der Zauber, den wir suchen, kann nicht weit sein. Mein Rucksack ist schon voll. Okay, auf jeden Fall, hier ist eine Kiste, da kann ich alles verstauen. Aber ich habe jetzt eine Händlerin. Ja, schön. Handeln. Okay, diese Waffe ist gut. Die sind alle schlechter, glaube ich. Ja, ja, möchte ich. Ja, möchte ich. Leider hat die Händlerin. War ja klar, dass sie nur so wenig Geld haben muss. Ja. Nein. Doch. Nein! Rück. Drachensachen will ich behalten. Schmuck verkaufen, verkaufen, verkaufen. Hier habe ich auch noch das, 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 das. Hier habe ich einiges. Zack. Eisen. Nein, lieber. Oh, nee, da kann ich schauen, welches das Beste ist. Okay, okay, den kann ich verkaufen. Den kann ich verkaufen. Und den kann ich verkaufen. Bei A muss ich nochmal schauen. Ja, das ist klar. Den da behalte ich. Beim Rest kann ich alles verkaufen. Wenn sie genügend Geld hat. Ja, hat sie. Wieder so viel es geht. Okay. Jetzt habe ich alles verkauft. Okay. X. Auf bald. Die Waffe ist die jetzt besser als die hier. Die macht 15 bis 37. Die macht 17 bis 39. Die macht plus 61 zu Lebenspunkte. Und plus 2 zu Gewandtheit. Aber Gewandtheit bringt mir nichts. Nee, Mana mir schon. Aber die macht plus mehr. Also nehme ich die. Nein. So und so. Genau. So, jetzt habe ich nämlich mehr Lebenspunkte. Und mehr Mana, als ich eigentlich haben kann, wenn ihr mal auf die Zahl schaut. Jetzt habe ich genügend Platz. Und dann kriege ich gleich nochmal Erfahrung. Ein weiterer Gegenstand für meine hier. Sammlung. Ja. Eigentlich sagt sie noch like in dieser Alter nach. Der Zauber, um den Eingang zur Halle der Seelen sichtbar zu machen. Wir haben ihn gefunden. Und liken dieser nach hat ihm nicht einmal Beachtung geschenkt. Okay, mit U kann ich jetzt mich immer in jeder Situation zu meinen Nekromanten und meinen Alchemisten und allen teleportieren. Aber bevor ich das mache, bevor ich zu meinem Nekromanten gehe, werde ich zu meinem